Also angefangen habe ich 1990. Als allererster bin ich immer noch stolz drauf, dass ich als allererster eingestellt worden bin für ein Kreuzberger Team. Und am 15. Oktober 1990 haben wir angefangen. Unsere damalige Geschäftsführerin hatte ihr Büro noch im Auto. Und wie war der Spruch? Da passten wir noch alle auf ein Sofa. Ja, und dann war ich 23 Jahre bei Gangway. Die ersten Jahre in Kreuzberg, den 36ern. Und danach dann in Moabit mit den Arab Boys und was sich noch alles tummelte. Also ich weiß noch, der allererste Einsatz des Teams war, damals war ja gerade die Mauer gefallen. Ja, genau, da waren wir am Alex. Und da ging es darum, dass ich die 36er mit den Bulldogs aus dem Wedding geprügelt haben. Und das war irgendwie herrlich. Wir sind immer rund über um den Alex, durch die U-Bahn-Schächte wieder raus und die Polizei immer hinter uns her. Das Dumme war, uns haben die Polizei dann auch erwischt und damals hatten wir keine Dienstausweise. Und das Spannende war, die haben uns dann auch an die Wand gestellt und abgetastet. Und es war eigentlich kurios und hat unheimlich Spaß gemacht. Ja, und später dann, was 36er angeht, die waren zwar heftig drauf, aber irgendwie habe ich sie immer gemocht. Weil irgendwie haben sie trotzdem so Spaß haben wir miteinander gehabt. Und ach, ich fand, die Zeit war ja irgendwie anders. Es war noch nicht ganz, wie ich finde, so brutal wie heutzutage. Und wie später auch in Moabit, wo eigentlich mehr geprügelt, geschlagen, getreten, ohne Rücksicht. Das war bei den 36ern nicht der Fall. Also wenn ein Jugendlicher mich böse angeguckt hat, habe ich gesagt, ich kann auch böse zurückgucken. Und wenn du schlägst, schlage ich zurück. Und was für mich immer sehr wichtig war, glaube ich, für die Straßenarbeit war, dass man eben auftaucht. Also dass man auch verlässlich bleibt, wenn man Jugendlichen sagt, okay, die auf einen zukommen, sagen, ich habe da ein Problem, kannst du mir helfen, dass man auch zuverlässig dann da ist und ihnen hilft. Und das spricht sich unter den Jugendlichen rum. Das hat sich auch damals unter den 36ern rumgesprochen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste für mich war immer, und das glaube ich, das Straßensozialarbeit, ist Vertrauen in die Jugendlichen zu haben, sie zu respektieren und ihnen nichts aufdrängen wollen. Also sie müssen selbst wissen, was sie wollen. Ich fand immer, man soll nicht zu ihnen sagen, also wir machen jetzt dieses Projekt oder wir machen das Projekt, sondern wenn sie ankommen, so wie damals, später dann, wir möchten gerne Breakdance machen. Das waren damals flinke Füße. Nach dem Vorbild der Flying Steps wollten sie natürlich auch berühmt werden. Aber sie brauchten Probenräume. Und dann sind wir eben halt in die Nonnenritze gegangen und haben mit den Leuten da gesprochen, den Kollegen. Und haben es dann auch geschafft, dass sie im Proberaum, weil sie waren ja immer die, die unerwünscht waren. Ich weiß noch, das war mit das Schlimmste für mich, gerade in Moabit, dass die Jugendlichen dauernd nach Soltau wollten in diesen Heidepark. Ich kannte später jeden Pflasterstein da. Ich konnte blind, hätte ich durch dieses Untervergnügungszentrum laufen können. Oh, ich habe es gehasst irgendwann. Irgendwann habe ich den Jungs gesagt, nee, ich habe einfach keinen Bock mehr, dahin zu fahren und ständig diese Scheiße mitzukriegen. Und sie haben gesagt, ach, Detlef macht ja nichts draus und so. Und damals, das ist vielleicht das, was damals die Arbeit ausgemacht hat. Wir wussten alle gar nicht, was machen wir. Also ich habe zum Beispiel in meiner Ausbildung nie was über Straßensozialarbeit gehört, ne? Sondern wir haben es uns angelesen, damals als wir angefangen haben, aus irgendwelchen Büchern amerikanische Literatur über Straßengangs in Los Angeles und so. Und wir wussten eigentlich gar nicht, wie machen wir das. Und wir sind einfach so losgegangen. Wenn man sich überlegt, Kollege Fuhrt war eigentlich Jurist. Aleph damals war irgendwie Gemeindehelferin oder sowas ähnliches. Ich war Sozialarbeiter und ich hatte eigentlich bis auf vorher schon mal mit einer Jugendgruppe zu tun, aber das waren so, ich sag immer so Süßfische. Da könnte dir Ahmed viel drüber erzählen, über die Jungs am Mehringplatz. Das war damals so die erste Jugendgruppe, die ich kennengelernt habe. Ja, das war einfach so dieses Gefühl, man muss mit den Jugendlichen einfach reden, man muss da sein und gucken und ihnen auch, was auch wichtig war, ihnen klar machen, dass Gewalt eigentlich nichts bringt. Und was ganz wichtig war damals, das finde ich, ja, haben die Kollegen mittlerweile wesentlich schwerer wie wir, es gab noch keine Smartphones, ne? Es gab noch einfache, billige Handys, teilweise noch riesengroße Handys. Da konntest du eben nur noch mit telefonieren oder jemand eine Beule in den Kopf schlagen. Wenn die Jugendlichen sich treffen wollten zu irgendwelchen, sagen wir mal vorsichtig ausgedrückt, Auseinandersetzungen, dann ging das mit den alten Handys, ne? Und viele hatten auch zwei Handys, ne? Ein Handy war privat, das andere war fürs Business. Und das waren so Sachen, das wusste man, da waren die Jugendlichen noch offen, aber sie wussten auch,
Wir gehen nicht zur Polizei, wir sagen nichts. Auch damals, das war auch noch anders, glaube ich, wie heute, da hat die Polizei ja ständig versucht, von uns Informationen zu kriegen. Wo halten sich die Jugendlichen auf? Was machen die tagsüber oder abends und nachts? Und wir haben nie was weitergegeben. Wir haben auch nie, wenn wir in Einrichtungen gearbeitet haben, wir haben oft betreut, wenn Diskos waren, ja auch in der Naunin, damit es nicht zu Auseinandersetzungen kam oder in der Weißen Rose. Aber wir waren nie irgendwo, haben wir gedacht, nee, ja, wir müssen jetzt die Polizei rufen. Sondern wir sind dazwischen gegangen, haben versucht zu vermitteln. Das war für mich der Traumjob in der Sozialarbeit. Muss ich einfach zu. Und um den Scherz noch nachzuholen, weil man nicht kontrolliert werden konnte, wenn man auf der Straße war. Weil es gab nur die alten Handys und man konnte sein, wo man wollte. Und also die Geschäftsführung konnte nie wissen, wo wir waren. Und das war irgendwie so, diese Freiheit auch zu haben. Ne? Die redet keiner rein. Das fand ich toll bei Gangli. Okay. Gut. Dankeschön. Bitteschön.